Jo Leute, es ist eine Ewigkeit her, seitdem die Betty News bei mir auf meinem Kanal kam, aber wir haben es mal wieder geschafft und uns fest vorgenommen, das Format wieder regelmäßig zu bringen. Bei Jim kam es schon letzte Woche und jetzt geht es hier pünktlich bei mir weiter und dazu habe ich natürlich auch einen ganz besonderen Gast eingeladen und zwar den einzig wahren Jim Panse Gamer. Oh Mann, ja, so heißt der Kanal, Chimpanze reicht. Ich weiß. Wir haben Battlefield 4, wir haben Battlefield CTE ganz wenig, wir haben Battlefield Hardline und natürlich auch ein bisschen Battlefront. Ich glaube, du fängst jetzt an mit Battlefield 4, ne? Genau, ich fange an mit Battlefield 4 und zwar ist der Holiday-Patch in der Zertifizierung und das bedeutet, er wird dieses Jahr noch kommen. Das wurde uns auch versprochen und sollte jetzt vermutlich klappen. Meistens dauert das so um die 3 Wochen, ab dem er in der Zertifizierung ist, also so Weihnachten können wir damit rechnen und das passt auch sehr gut zu dem Namen Holiday Patch. Und nochmal als kleine Erinnerung, die neue Map Dragon Valley wird da endlich enthalten sein und dann können alle Leute, die spielen, auch Leute, die die CTE nicht haben und auch Leute, die kein Premium haben. Das wird nämlich für alle verfügbar sein. Yeah. Dann hat DICE noch einen kleinen Leckerbissen für den Dezember geplant. Und zwar gibt es da verschiedene Events. Ich möchte nicht alle vorlesen, aber ein paar. Und zwar wird man jeden Freitag im Dezember mit DICE-Mitarbeitern spielen. Das können Moderatoren aus dem Battlelog sein. Das können irgendwelche Entwickler sein. Das wird komplett variieren. Könnt ihr einfach mal die Augen offen halten. Das wird auf jeden Fall im Battlelog angekündigt werden. Dann wird es verschiedene Challenges geben. Und zwar vom 9. bis 15. Dezember kann man 25 Kills mit dem QBB95 für einen Doc-Tag machen. Vom 15. bis 21. Dezember wird es Doppel-XP-Punkte geben. Das heißt, wenn ihr noch ein paar Level aufsteigen müsst, dann nutzt doch die Zeit. Am 23. Dezember kann man einen Messerkill machen und bekommt einen Doc-Tag. Und am 24. Dezember kann man 5 Fahrzeuge zerstören und bekommt auch einen Doc-Tag. Da wird es noch jeden Tag weitere Missionen geben, wo man sich diese Doc-Tags verdienen kann. Wer da Lust drauf hat, der kann mal in der Beschreibung vorbeischauen. Und da ist ein Link mit allen Aufträgen nochmal schön aufgelistet vom Battlefield Infobase. Einfach mal reinschauen und ja, wer Bock drauf hat, der wird sich sicherlich darüber freuen. Und noch eine kleine Nebeninfo und zwar werden die High-Tick-Rate-Server auf den Konsolen nächstes Jahr im Januar kommen. Yeah, und wir freuen uns alle total. Nein, freuen wir uns wirklich drüber. Kein Scherz, das war jetzt kein Hate oder sowas. So, Battlefield 4 CTE, ja, ihr habt es gerade schon gehört, der Holiday-Patch wurde natürlich in der CTE in den letzten Tagen, in den letzten Wochen, in den letzten Monaten schon fast geprüft und dementsprechend ist da jetzt nicht wirklich viel zu sagen. Also, Battlefield Hardline, das kommende DLC, ja, Getaway wird zurzeit in der CTE, also in der Hardline-CTE, ja, das muss man auch einzeln installieren und geht auch nur, wenn man Premium-Spieler ist, kann da angespielt werden. Insgesamt sind 3 neue Maps mit dabei. Es soll Anfang des nächsten Jahres erscheinen. Ein Sportwagen ist mit dabei. Der sieht wirklich ganz nice aus. Fast so, als wenn sie den ein bisschen aus Need for Speed rausgekopiert hätten. es gibt insgesamt 12 neue Waffen, die in das Spiel mit reinkommen. Und ein Großteil der Waffen ist davon wieder kostenlos für alle spielbar. Also sprich, ohne, dass man halt Premium-User sein muss. Dazu gibt es auch ein Video, und zwar von Danny on PC. Da kann man sich die ganzen Waffen mit angucken. Ich nehme an, dass der Link dazu dann auch hier in der Videobeschreibung ganz genau halt wieder mit drin ist. Aber Battlefield Hardline, ich weiß nicht, wir machen das ja immer so ein bisschen lustig, dann gibt es ein paar Leute, die dann sofort drauf aufspringen und sagen, finden sie total scheiße, dass wir da immer so ein Hate irgendwie verbreiten. Also ich mag das Spiel, ich spiele es echt gerne, ich weiß nicht. Also bei mir steht bei Hardline, ich bin ja gerade in Origin drin, Played, April 11.2015. Wow, also ich hab's vor ein paar Wochen gespielt. Ja, ich vor 8 Monaten auch. Okay, ja, Star Wars Battlefront, wie lange hast du das denn jetzt schon gespielt? Das habe ich auch noch nicht viel gespielt, aber das habe ich wenigstens vor 2 Stunden das letzte Mal gespielt, immerhin, ne? Ja, immerhin. Ja, ich muss sagen, ich finde es genauso wie du vom Gameplay ein bisschen, ja, sehr nicht tiefgreifend genug einfach und von daher kann es mich nicht so richtig fesseln, aber für eine Runde zwischendurch macht es immer Spaß und wenn ich mal wieder mehr Zeit habe, dann werde ich da sicherlich auch noch die eine oder andere Runde spielen und heute habe ich das auch gemacht, denn das erste DLC, das erste kostenlose DLC, muss man dazu sagen, ist jetzt erschienen, hat 2 neue Maps mit sich gebracht und zwar einmal Graveyard of Giants, das ist eine große Map und der kann man zum Beispiel den neuen Modus, jetzt habe ich den Namen vergessen, da muss man auf jeden Fall solche Punkte einnehmen, das seht auch gerade im Hintergrund und wenn man halt verschiedene Punkte eingenommen hat, dann kommen die nächsten Punkte und so weiter und so fort und wenn man alle Punkte hat oder alle Stufen von Punkten, dann hat man gewonnen.
Ich denke, das war jetzt so halbwegs verständlich. Ja, und ja, das seht ihr jetzt auch im Hintergrund übrigens, das Gameplay davon. Und wie gesagt, wer das jetzt noch nicht hat, der bekommt das erst ein bisschen später, und zwar am 8. Dezember, denn im Moment haben das nur die Vorbesteller bekommen. Ja, das war so ein bisschen exklusiv. Aber wie gesagt, am 8. Dezember bekommt es dann alle komplett kostenlos. Ja, kleine Anmerkung. Ja. Ich war auch Vorbesteller und ich habe das nicht direkt über Origin bekommen. Hust, hust. Ja, dann alle Vorbesteller außer Jim haben das DLC jetzt schon bekommen. Ja. Mit diesem DLC kam auch ein Patch. Leider sind die Patchnotes da ein bisschen, ja, sag ich mal, also die sagen absolut nichts aus irgendwie. Da sollen wohl noch neue, bessere Details kommen. Das werden wir wahrscheinlich dann in der nächsten Folge erzählen. Aber im Moment ist nur bekannt, es gab Bugfixes und Balanceänderungen. Ja, was immer das auch ist. Audiooptimierung, Crashfixes, und ich finde, damit kann man einfach nichts anfangen. Aber ich wollte die drei Sachen trotzdem mal vorlesen. Ein genauerer Changelog wird, wie gesagt, noch kommen. Und ja, ich habe da noch beobachtet. Ich habe es ja gerade gespielt. Man kann jetzt direkt nach der Runde noch chatten. Das haben sich viele gewünscht, weil irgendwie, sobald die Runde vorbei war, konnte man nichts mehr in Chat schreiben. Das funktioniert jetzt. Und andere User haben noch berichtet, dass die DL44 wohl leicht abgeschwächt wurde. Und dieses Barrage, das sind so drei Granaten, die man irgendwie werfen oder schießen konnte, die wurden auch abgeschwächt. Aber ich fand die heute immer noch sehr, sehr nervig, muss ich sagen. Und dann nochmal eine gute Nachricht, die ich, glaube ich, auch schon bei Jim mal erzählt habe, aber ich wollte die hier auch nochmal auf dem Kanal bringen. Und zwar werden noch mehr kostenlose Inhalte für Star Wars Battlefront kommen, die nicht in Verbindung mit dem Season Pass stehen. Und das sollen wohl angeblich auch ein paar Maps sein. Also das finde ich auf jeden Fall eine ganz gute Sache. Bei Battlefield machen sie es ja auch jetzt mit den kostenlosen Maps. Und das soll wohl auf Star Wars Battlefront übertragen werden. Wann diese Sachen kommen, das steht natürlich noch nicht fest. Das kann natürlich auch erst nach 2 Jahren nach dem Release sein, wie es jetzt bei Battlefield ist. Das kann aber auch schon Anfang nächsten Jahres sein. Da müssen wir einfach abwarten. Ich finde es auf jeden Fall schon mal ganz gut, dass sie überhaupt sowas ankündigen. Und ja, ich glaube, dann sind wir durch für heute, oder? Ja, wir sind durch. Viel mehr gab es jetzt nicht wirklich zu erledigen. Und ich freue mich, dass wir das Format jetzt wieder regelmäßig drin haben. Genau, denn Regelmäßigkeit ist hier das Stichwort. Nächste Woche geht es bei Jim weiter auf seinem Kanal. Wahrscheinlich auch Mittwoch oder Donnerstag. Je nachdem, wie es wird. Also schaut da vorbei, wenn ihr nichts verpassen wollt. Und wir ergänzen uns das ja immer schön, sodass ihr, wenn ihr beides guckt, alle Informationen habt. Und ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich würde mich sehr über eine Bewertung freuen. Das letzte Wort bekommt Jimpanse. Mein Name ist MegaQuest und ich bin jetzt raus. Tschüss. Tja, Leute, der MegaQuest hat eigentlich gerade schon alles gesagt. Nächste Woche auf meinem Kanal. Ich freue mich auf euch. Wir sehen uns dann wieder. Haut rein, bis dann. Ciao und tschüss.